Jo, und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Sonic Forces im schon 10. Level im 4. Part. Das geht ganz schön schnell. Ich bin gespannt, wie viele Levels es insgesamt geben wird hier, aber ich glaube, ein paar Level wird es noch geben hier. Aber gut, los geht's in Level 10. Die Green Hill, ja. Ich habe versagt. Und dann hat Dr. Eggmans Monster Sonic erwischt. Unseren Sonic, meine ich. Aber jetzt bist du hier. Als ob die Welt einen Sonic braucht, irgendein, um in Balance zu bleiben. Wenn wir Dr. Eggman besiegen, ist der Krieg vorbei. Und wenn wir das Geheimnis seiner Macht lüften, kommst du vielleicht wieder nach Hause. Hey, der Sensor hat Dr. Eggman aufgespürt. Schnell! Oh, okay, dann habe ich das Gefühl, ich weiß schon, was hier mich erwartet. Weil ich glaube, das Level, das kenne ich dann schon. Aber okay, ja. Wundert mich aber, dass Tails sich immer noch nicht zu den anderen gefunden hat. Aber gut. Ja, ich glaube tatsächlich, ich kann mich schon echt erinnern, was es hier für ein Level geben wird. Und zwar... Wow, das war super. Nee, da will ich nochmal, da will ich nochmal komplett neu starten. Nee, nö. Ich bin immer noch nicht so ganz in die Steuerung von... Ah, ja, okay. Von dem Classic Sonic da reingekommen irgendwie. Weil irgendwie kann er sich auch so das machen hier. Na, habe ich noch nicht so ganz... bin ich noch nicht so ganz raus hier. So, jetzt sind wir noch ein bisschen schneller. Okay. Und eine Schutzblase. Die gibt es natürlich auch noch hier. Weil der frühere Sonic hat noch so Bonusfähigkeiten gehabt. Ja, super. Aber gut, der Schnelligkeit, der geht irgendwann wieder weg, der Boost, aber die Schutzblase hält so lange, bis ich irgendwann getroffen werde. Das ist natürlich eine coole Sache. Ach, da kann ich rein, okay. Das ist natürlich cool. Hui, noch mehr Ringe. Das ist keine Ahnung. Ach so. Ja, ich glaube, das ist da, wo wir schon mal mit Sonic waren, habe ich so das Gefühl. Da kann ich nicht lang, okay. Dann muss ich hier oben lang, okay. Dann muss ich da ja hier oben lang, alles klar. Nur ich hatte mir eigentlich gedacht, es wird schon so einen Bosskampf geben, aber ich habe mich, glaube ich, getäuscht. Oder das kommt noch, das kann sein, weil ich meine nämlich, ich hatte nämlich so ein Level gespielt, angespielt auf jeden Fall. Ich glaube, das gab es doch. Ja, doch, das gab es auch in der Gamescom. Dass man mit Classic Sonic so einen Boss gegen Dr. Eggman machen muss. Und der war gar nicht mal so einfach. Wenn ich mich da richtig entsinne. Da muss man auf jeden Fall schon gucken hier. So, aber jetzt erstmal hier wieder losgehen. Dann schön in das Loch springen. Genauso macht man das hier. Genauso macht man das und nicht anders. Oh Gott, ey. Also manchmal frage ich mich echt, warum? Warum? Also manchmal frage ich mich echt, warum sowas? Okay, dann weiß ich, glaube ich, kann ich mir jetzt vermuten, was jetzt passieren wird. Aber manchmal frage ich mich echt, warum? Oh, musste das sein? Aber irgendwie kriege ich es mit Classic Sonic richtig oft hinten Rang S zu bekommen. Verstehe ich nicht, wieso. Entweder ist die Bewertung von den... Oh, Badelatsch, nice. Vom Classic Sonic so großzügig. Oh, noch mehr Dinger. Oh, boah, wir werden hier echt mit Kleidung überschüttet. Entweder die ist so großzügig, die Bewertung, oder ich bin einfach, ja, dann doch viel zu gut. Aber was ich eigentlich mir nicht vorstellen kann, mit so, wie so schlecht ich eigentlich bin. Naja, wie dem auch sei. Gut, also dann gegen Dr. Eggman. Hä, was war denn da? Ein SOS? Vielleicht gucke ich mir das erstmal an. Aber gut, jetzt erstmal gucken hier. Wieder eine ganze Menge hier, okay. Sieht mir nach einem Feuerwehrhelm aus. Ups, ich wollte nicht zurück. Ich wollte nicht zurück. Eine Sensorenbrille anscheinend. Schick, schick. Handschuhe. Einmal in grün und einmal mit den Bändern. Die Bänder sehen cooler aus. So, da haben wir da mega krasse Stiefel und Latschen. Uiuiui, schick, schick.
bleib bei denen. Oh, so ein Tuch. Ja. Was haben wir noch für Kleidung? Und mit Streifen? Komplett Streifen oder halt Querstreifen? Ja, ich muss aber echt sagen, das gefällt mir immer noch am besten hier. Ja, das sieht am besten aus. Okay, nochmal ein paar Bonus noch dazu bekommen. Und das speichere ich nochmal direkt. So. Und jetzt gucke ich mir mal, was das mit dem SOS hier zu tun hat. Das ist sogar so ein Avatar-Level. Okay, Notruf von Widerstand erhalten. Schnell zum SOS-Level. Rote SOS-Mission spielen mit dem Avatar, den das Notruf gesendet hat. Grün mit dem Avatar, den Notruf gesendet hat, als Leih-Avatar. Dessen Whisper nutzen. Blau rette mit dem modernen Sonic, den klassischen Sonic oder einem Avatar, den Notrufer. Oder irgendwo in dem Level gefangen ist. Okay. Also wahrscheinlich mit dem Classic Sonic, ne? Ja, ne, wobei mit dem modernen Sonic. Wir werden es ja gleich sehen, wenn ich dann da habe und was ich hier tun muss. Aber gut, ich werde es jetzt einfach machen hier zum Testen, aber... Unsere anderen Truppen sind mit Feinden beschäftigt. Scheint, du hast die beste Route gewählt. Okay. Dir, Sonic zu rennen. Finde ihn. Ja, keine Ahnung, ob ich das jetzt nochmal machen soll, tatsächlich das Level oder nicht. Ich habe keine Ahnung. Hui, das sieht ja mal schick aus. Das ist eher so ein Hammer sozusagen hier. Interessant. Bam. So, da sind sie erledigt. Wunderbar. Ich habe doch schon längst B gedrückt. Na, egal. Ich schaff das. Das Driften kriege ich aber auch irgendwie nicht so gut hin. Bumm. 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 Auch mal eine coole Methode irgendwie. Aber irgendwie mag ich dann doch die anderen Sachen besser irgendwie bisher. Ja gut, es geht ja eigentlich schnell jetzt hier, aber... Keine Ahnung, wo dieses SOS-Signal, wo ich das machen muss oder nicht. Ah, ist irgendwie cool. So. Genau, stimmt ja. Ich muss ja die Gegner hier noch besiegen. Stimmt ja. Vielleicht kriege ich ja jetzt diese eine Ding da. Und weil ich könnte ja wenigstens diese nutzen, um ein paar rote Ringe noch wieder zu holen, die ich hier ausgelassen hatte. Irgendwie lustig. Wow. Ach so, gescheitert. Okay, man darf sogar gar nicht sterben. Okay. Naja, gut, dann mache ich das vielleicht offscreen oder so. Ich denke mal, das wird jetzt nicht so notwendig sein hier. Na super, man darf sogar gar nicht sterben. Interessant. Ach, und dann ist das sogar weg. Ja, super. GG. Naja, gut, egal. Dann, auf zu Dr. Eggman im Kampf. Und ich kann mir vermuten, wie der Kampf aussehen wird, aber gut. Ist die Beseitigung der Phantom-Rubin-Prototypen abgeschlossen? Es war ein fehlerhaftes Modell. Es konnte nur die DNA des Aktivierenden aufzeichnen. Nur ein Wesen meiner Stärke könnte es jemals aktivieren. Das ist jetzt egal. Das Labor im Mystic Jungle ist abgesperrt. Übrigens, bist du dort nicht Sonic begegnet, nachdem er entkommen ist? Ja, aber er konnte gegen mich nicht standhalten. Es besteht kein Grund zur Sorge. Du hast die Igel leben lassen? Das ist ein sehr guter Grund zur Sorge. Für dich vielleicht. Er besiegt dich seit Jahren immer wieder. Ich habe ihn beim ersten Versuch überwältigt. Phantom-Rubin-Prototypen? Und Sonic lebt? Was ist denn? Nichts. Wir fahren fort wie geplant. Natürlich, unser Plan wird den Widerstand vollständig auslöschen. Und aus der Asche der Welt wird sich das glorreiche Eggman Empire erheben. Und der Widerstand wird sich der Macht des Phantom-Rubins beugen. Alle werden unterworfen. Was? Du! Oh. Dafür habe ich keine Zeit. Zeit, du nicht, wir schon. Ja, und ich habe irgendwie so ein dumpfes Gefühl irgendwie bei den beiden. Okay, ja, es ist tatsächlich so. Na super. Das heißt nur, dass du dich verrechnet hast. Das sehe ich als Misserfolg.
Warte mal, wie wiegt der denn nochmal? Erwartungen zu übertreffen ist der ultimative Erfolg. Ich lasse mich ständig von den Dingern da treffen. Das so, okay, das war es sogar schon, okay. Ich habe, wie gesagt, eine Vermutung. Und zwar habe ich das dumpfe Gefühl, ja, ich weiß, der Roboter sieht mal ziemlich schick aus, Egg Dragoon, dass der eine Typ da, dieser komische Infinite, ihn irgendwann hintergehen wird. Habe ich so das dumpfe Gefühl. So, ja, und das ist jetzt eine lustige Sache, dieses Ding zu besiegen. Zum Glück weiß ich, wie das geht, weil ich das ja schon auf der Gamescom gespielt habe. Man muss nämlich so gewisse Steine auf ihn zurückschleudern, nämlich die Freunde da. Die muss man ihn nämlich beballern lassen. Tja. Ah, die sind natürlich noch böse. Aber wie gesagt, zum Glück kenne ich den Boss halt, wie gesagt. Durch das Gamescom-Level und so. Deswegen kenne ich zum Glück diesen Boss schon. Ansonsten wäre ich jetzt, glaube ich, ziemlich problematisch wäre das Ganze hier. Man muss immer im richtigen Timing springen hier, um am besten die Bälle da zu ihm zurückzuschleudern. Ja, und wie gesagt, ihr seht schon, das hat nicht mal 2 Minuten gedauert, deswegen. Und nur weil ich diesen Boss halt, wie gesagt, schon kannte. Sonst, und deswegen gibt es auch direkt mal wieder einen S-Rang. Sonst hätte ich wahrscheinlich echte Probleme gehabt, wenn ich den noch nicht kannte. Beim ersten Mal, als ich den angespielt habe, war ich echt ein bisschen... Oha, ein Tails-Shirt, interessant. Da war ich echt so, oh Gott, heftig. Ketten, oh, die Sonnenbrille sieht mal geil aus. Die gefällt mir, diese Sonnenbrille, die ziehen wir an. Der Rest gefällt mir nicht so. Naja, gut. Tja, hat wohl nicht so ganz geklappt, Eggman, was? Kämpft, als hättet ihr eine Chance auf den Sieg. Wie niedlich. Da tut es mir ja fast leid, dass dies wohl das letzte Tänzchen dieser Art sein wird. In nur 3 Tagen wird mein genialer Plan euch Nervensägen komplett auslöschen. Moment, 3 Tage? Und welcher Plan? Ich möchte die Überraschung nicht verderben. Wie sagt man so schön? Die Erwartung des Endes ist schlimmer als das Ende selbst. Na, vielleicht nicht in diesem Fall. Naja, wenn du meinst. Ich glaube da ehrlich gesagt nicht dran, mein Freund, aber okay. Wobei Freund, eher nicht so. Naja, gut, aber ja, das ist ja interessant. Oh, und wieder ein Avatar-Level. Und da hatten wir wieder ein SOS. Ein Sonic-Level abschließen, okay. Ja, komm, dann weiß ich nicht so. Was ist das hier eigentlich? Asteroid. Kann mit Hilfe von Klonen mehrere Feinde auf einmal anvisieren. Macht unverwundbar uns die Gegenstände in der Nähe an. Ja, das nehmen wir. Und dann, wie gesagt, ich will die coole Sonnenbrille hier anziehen. Und sonst... Ja, hat eigentlich auch was. Aber ich, ja, doch, ich bleib bei denen. Die Schuhe, die... Was sind das denn? Das sind ja auch mal schick. Aber ich bleib, wie gesagt, bei denen. Die gefallen mir am besten. Ketten, genau. Und, ein Tails-Shirt, okay. Uiuiui, sieht ja auch sexy aus. Ne, ich bleib bei dem. So, und dann gehen wir in ein Avatar-Level. Und das gebe ich mir natürlich gerne. Level 12 City Park Venue. Sie sind in der Stadt. Wir müssen die Leute dort rausholen. Wen können wir schicken? Sonic und Silver müssen sich erholen. Wir sind mit dem Feind in Seaside Hill beschäftigt. Wir haben niemanden übrig. Die 8. Einheit hier. Wir sind unter feindlichem Beschuss festgenagelt. Da habe ich wohl keine Wahl. Okay, Rekrut. Ich habe eine Aufgabe für dich. Kehre in die Stadt zurück und rette die Zivilisten. Ist das anhört irgendwie überhaupt nicht nach Friede, Freude oder so. Und nicht wirklich so nach einem schönen Kinderspiel oder so. Rekruten retten. Zivilisten. Alter Schwede, aber gut. Das ist ja halt hier sehr, schon muss man ja sagen, Kriegszustände hier. Aber gut. Wenn Dr. Eggman halt diesen Kampf will, dann soll er ihn ja bekommen. Level 12 City Park Avenue. Okay, und wie gesagt, wir haben wieder ein, Boah, die gefällt mir richtig. Ja, wie gesagt, Avatar-Level, die gefallen mir am besten von allen bisher. Und die Waffe gefällt mir auch bisher richtig gut. Hui, was ist das denn für ein fettes Viech?
dieser Vector, der sollte auch mal ein bisschen in mich Vertrauen haben hier. Das tut mir schon weh. Der glaubt mir gar nicht. Ach so, ich wollte hier... Wow, das war super. Ich wollte eigentlich nur diesen Beschleunigungsstreifen da nutzen. Irgendwie muss man da ja auch so hochkommen. Keine Ahnung, na egal. Gute Arbeit. Sehr beeindruckend. Puh, du hast es denen wirklich gezeigt. Komm schon, wie soll ich das denn überbieten? Tja. Drücke X, um unverwundbar zu werden und Gegenstände in der Nähe anzuziehen. Alles klar. So, ich hab das nicht mehr. Sag das doch. Sag das doch, dass ich das nicht mehr habe. Hui. Wir haben die feindlichen Linien durchbrochen. Die Rettung ist im Gange. Der Flugweg ist gesichert, also kommen alle sicher raus. Dank des Rekruten wendet sich das Blatt langsam. Lasst uns so weitermachen. Ich bemerke das echt nicht hier. Wann ich das noch habe und wann nicht. Da hätte ich noch einen roten Ring bekommen können, aber wie gesagt, darum geht es mir ja nicht. Und die geht es mir ja nicht. Hui. Nur fliegen ist schöner, oder wie sagt man so schön? Boah, das war knapp. Das war knapp, würde ich sagen. Ich dachte schon, ich wäre jetzt unten im Mund, also wäre jetzt hier rumgefallen. Hier hätte ich jetzt ein Problem, aber ist nochmal gut gegangen. Ist nochmal ziemlich gut gegangen. Boah, das ja, genau. Das ist natürlich in dem Moment natürlich hört das wieder auf. Dann hört das natürlich wieder auf. Das ist natürlich wieder klar. Nachricht von der Basis. Der Feind flüchtet. Mission abgeschlossen. Gute Arbeit. Ach, sind wir im Ziel? Nicht ganz, aber wahrscheinlich gleich. Ja. Ja, coole Sache, aber ich muss echt gestehen, die Avatar-Level gefallen mir echt am meisten. Die finde ich echt cool. Sogar einen S-Rang auch bekommen, sehr schön. Ja, die machen mir echt am meisten Spaß hier, die Avatar-Level. Keine Ahnung, das ist eine Kapitänsmütze und auch eine coole, aber die andere finde ich besser. Wobei das Outfit, das sah nice aus. Aber ich muss echt gestehen, ein Headset, okay. Goldene Stiefel. Boah, alter Schwede, was wir hier für coole Sachen kriegen. Und nochmal neue Sachen. Alter Schwede, da nimmt ja gar kein Ende mehr. Das nimmt ja gar kein Ende mehr hier. Aber gut, wir machen, denke ich mal, kein Level mehr. Wir gucken noch an, wie weit unseren Avatar verschönern können. Aber gut. Das war beeindruckend. Aber es gibt noch viel zu tun. Danke, das freut mich aber, dass du das so siehst, Knuckles. Großartig. Ich wusste, dass du es schaffst, wenn du nur an dich glaubst. Nicht schlecht. Aber wie sehe ich denn aus, wenn du im Rampenlicht stehst? Ach, Vector. Ich dachte, du vertraust. Ich dachte jetzt schon, er wird mir vertrauen. Naja, egal. Gut, dann gucken wir nochmal. Wie gesagt, wir haben jetzt ordentliche Sachen bekommen hier. Okay, so eine Mütze und ein Cowboyhut. Interessant, schick, schick. Eine Cyberbrille, gefällt mir aber die Sonnenbrille besser. Ein Headset und so ein Mundschutz. Schal, der sieht sogar noch am besten aus, aber ich nehme dann das Headset. Handschuhe. Okay, einmal in D. Oh, die gefallen mir am besten, glaube ich. Ja, wobei, aber die sind schon ein bisschen sehr krass. Ich nehme die gelben hier. Schuhe, dann haben wir einmal solche Schuhe, dann so Rüstungsschuhe, okay. Badelatschen immer noch. Nee, da bleibe ich bei denen. Die sind immer noch am coolsten, finde ich. Ne, neben den Standarddingern. Accessoires. Was ist das? Ach, das ist eine Tasche. Okay, wäre die vielleicht nicht in Pink, dann würde ich sie mir vielleicht holen. Mitnehmen, aber so eher weniger. Dann würde ich sagen, bleiben wir bei dem Tuch. Kleidung, ja. Auch langsam Stil. Ja, gefällt mir schon eher. Dann, mal sagen, nehmen wir das hier. Mal erstmal eine Kleidung, die mir ein bisschen mehr gefällt, hier auf jeden Fall. So. Und da gibt es wieder ein SOS-Ding. Okay, warte mal, wir machen das rot, ne? Ja, dann ich versuche mich nochmal an dem roten Ding diesmal. Das mache ich jetzt doch noch hier. Ah, ja, komm.
Komm, das machen wir jetzt doch noch hier. Diesmal will ich mich ein bisschen besser anstellen hier. Ich weiß nicht, was ich diesmal machen muss. Auf jeden Fall ist diesmal einen anderen Avatar nutzen. Ja, es ist ein anderer Avatar. Also so sieht meiner ja nicht aus. Okay. Gut, das Ding kenne ich aber zum Glück, diesen Asteroidengürtel. Nenne ich ihn jetzt einfach mal. Die Bezeichnung passt da am besten. Aber diesmal konzentriere ich mich da mal ein bisschen mehr. Ha, jetzt habe ich sogar das mal hinbekommen hier. Kleine Abkürzung hier nutzen mit noch mehr Ringen. Ich glaube, das muss man auch, um dann noch einen Mega-Rang zu bekommen anscheinend. So, vielleicht kann das jetzt was Gutes werden. So, schön konzentrieren. Hier nicht wieder zu schnell und zu rasend agieren. Okay, die können mir egal sein. Hier natürlich wieder den Asteroidengürtel nutzen. Oh, hier kann ich schweben, okay. Ja, wenn ich es hätte. Naja, gut, hier kriege ich es wieder. Hm. Toll. Gerade so viele von den Dingern bekommen. Kann man aber auch noch irgendwie nach oben, also nur schwebend nach oben. Naja gut, ein paar habe ich noch bekommen. Naja gut. Wie gesagt, mir geht es darum, das zu schaffen. Jetzt nicht mit der Mega-Hyper-Wertung hier das abzuschließen. Asteroid. Ach, jetzt kommt der Spaß hier wieder. Okay. Schön mit L und R agieren, nicht mit den anderen Tasten. Würde ich sagen. Da oben wären noch so Regenbogenringe gewesen. Naja, gut. Hauptsache, ich hab's geschafft. So, haben wir das jetzt bekommen? Okay, Mission geschafft. Sehr schön. Neuer Rekord und ein S-Rang gemacht. Sehr schön. War zwar nicht der Avatar, mit dem ich das gespielt habe, aber okay. Gut. Oh, ein Rock. Sexy. Boah, so viele Belohnungen hier. Ist unglaublich. Und eine SOS-Mission abschließen. Einen Ring, eine Maske, ein Monokel, komische Schuhe, ein weißes Shirt. Und noch mehr Belohnungen. Eine Waffe. Keine Ahnung, was das ist. Narrenschuhe, Spinnenweben-Shirt. Noch mehr Belohnungen? Nee, das war's. Okay. Gut, aber ich würde sagen, das war's auch für den Part heute. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wenn Sie sind beim nächsten Mal auch wieder dabei. Irgendwie, ja, es macht Laune hier. Es macht echt Laune, muss man sagen, hier. Na gut, ja, im nächsten Mal machen wir dann definitiv weiter mit Classic Sonic nächstem Level im Casino Forest. Okay, das klingt ja mal cool. Aber gut, danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Bis dann und tschüss, euer Jake. Oh yeah.